Ein weiterer Tag ohne Auftrag. Ist London denn tatsächlich so frei von Verbrechen? Ja, seitdem Gentleman die Straßen frei von Verbrechern hält. Was denn? Sollte ein toller Supernamen-Name sein und das Einzige, was mir zu England einfällt, ist halt... Komm, der war gut. Tut mir sehr leid, Schatz, aber nein. Ja, und? Ich meine, wie hieß die eine Stadt? Big Ben Man. Big Ben Man? Reimt sich wenigstens. Okay, Team Gentleman gegen Team Big Ben Man. Wenn du nichts zu tun hast, warum räumst du dann nicht mal deinen Schreibtisch auf? Der sieht aus wie ein Katzenklo. Da sieht es aus wie auf einem Katzenklo. Und ich weiß das, ich bin ein Hund. Moment mal. Berge von Papieren und Büchern und Dingen, von denen man gar nicht wissen will, was sie sind. Oh, Moment, das ist von mir. Eine Schande ist das trotzdem. Keine Sorge, Sir, ich habe ein System. Ich weiß ganz genau, wo alles ist. Eben, ich auch. Oh, bei Big Ben Man muss ich an was anderes denken als an einen Helden. Ja, der hat einen großen Van und der verteilt Süßigkeiten an kleine Kinder. Lies weiter. Okay. Miss Layton! Miss Layton! Grundgütiger, was ist denn, Ernest? Sag mir nicht, dass die Bürger von London endlich warm mit mir geworden sind. Stehen sie auf der Straße schon Schlange? Oh, ich wünschte, es wäre so, Miss, aber ich bin der Einzige, der für sie Schlange stehen würde. Oh, tja, das ist eine Erleichterung. Stimmt, es wäre ja wirklich schrecklich fürs Geschäft, wenn wir tatsächlich Klienten hätten. Denk mal drüber nach, Chef. Wenn die Leute Schlange stehen würden, um einen Termin zu bekommen, hätte ich gar keine Zeit für meinen Nachmittagstee. Zusammen mit ganz vielen Keksen. Ja. Ich glaube, wir müssen dir mal einen Motivationstrainer besorgen. Es geht nicht um Motivation. Ich halte mich nur zurück, damit ich mich mit Schwung und Eifer ins Gefecht und in die Torte schmeißen kann. Wenn die Situation es wirklich fordert. Also schön, was wolltest du denn eigentlich, Ernest? Oh, weißt du, bei so einem großen Feiern, so wie zum Beispiel Junggesellenabschieden, da kommt nicht eine hübsche Dame aus der Torte rausgesprungen, sondern sie springt in die Torte. Ja. Nun, sei bitte nicht überrascht, Miss, aber ich liebe dich. Ich meine, ich habe gewonnen. 2 Eintrittskarten für eine exklusive Premiere für den neuen Film Volldampf voraus, Torpedo der Liebe. Was ist das? Ein U-Boot-Film mit Liebespärchen? Klingt nach Bachelor noch kitschig. Jagd auf Pinker Oktober oder was? Klingt nach Bachelor nur noch kitschiger. Wirklich? Ist ja toll, Ernest, wenn du so lange noch nicht mit mir gehst. Da geht's zur Social Movie Night, da hat er gewonnen. Ja, da würde ich nicht mit dir hingehen. Außer Gronkh wäre da. Nee, da würde ich dich ja auch nicht. Achso, zu diesem Film oder? Nee, da würde ich dich ja auch nicht mitnehmen. Wie? Also, ich dachte, vielleicht könnten du und ich zusammen dahin gehen. Ich meine, also nicht von der Arbeit aus, sondern so richtig, Ich weiß ja nicht, wäre es ein Actionfilm vielleicht, aber ein Liebesfilm. Oh, bitte, Miss. Es ist ein, Film von Reggie, Direktor. Ich würde wetten, der wird richtig dufte. Ja, und weil, dufte sagt man ja auch schon seit Jahren nicht mehr. Ja. Director. Ist das ein berühmter Filmemacher oder so? Nee, das ist so ein Proktologe. Das ist der Macher von Twilight. Das ist ein Proktologe. Nein, das ist der Rektor Macher von Twilight. Das Macher von Twilight. Ah, na bestimmt, ja. Aber Regiedirektor, hahaha. Regiedirektor? Ja, das ist echt... Oh Mann. Oh ja, er ist der Mann der Stunde in der Filmindustrie, Miss.
Er hat dem gesamten Genre des Liebesfilms neues Leben eingehaucht, als sein bahnbrechendes Werk Zoo der Tränen die Verreckten schlagen zurück. Nee, die Verliebten, die Verliebte, irgendwas. Die verlassene Frau schlägt zurück. Die verliebte Löwin oder vielleicht sowas ins Kino kam. Die was? Verlassene Frau, die neben dir sitzt, schlägt zurück. Oh! Wieso verlassen? Wir haben doch noch gar nicht Schluss gemacht. Ja, aber gleich. Also wenn das ein echter Film ist, dann bin ich Archäologieprofessor. Wir müssen Erlebnis! Er hat einfach alles, Shirl. Spannung, Drama, tierische Liebesgeschichten. Mit Worten kann man das kaum beschreiben. Worum geht es denn in diesem neuen Film? Um Liebe. In Volldampf voraus, Torpedo der Liebe. Es geht um Liebe und Gefühle. Und der Film ist bis oben hin mit Action voll. Und anscheinend gibt es am Ende sogar eine echt überraschende Wendung. Tja, ich glaube, ich bin jetzt schon ganz überwältigt. Wichtig ist nur, dass es ein fantastischer Film ist, da bin ich mir sicher. Und es spielen auch tonnenweise berühmte Schauspieler mit. Und die Sets sollen auch unglaublich sein. Ich bin sicher, er würde dir gefallen, Miss. Das klingt eigentlich nicht ganz nach meiner Tasse Tee, Ernest. Oh. Komm, man kann auch mitgehen, einfach nur weil er gewonnen hat und es sich bietet. Nicht aufgeben, Nadelstreifen, baggere weiter! Irgendwann kriegst du die ist ja auch egal. Was würde denn Miss Laytons Interesse wecken? Kuchen! Popcorn! Ah, klar! Also, nun, Miss, ich hätte hier noch einen Gutschein für eine Gratisportion des brandneuen Popcorns mit Durian-Geschmack. Also sind wir, ich glaube, ich wäre nicht für Team Durian. Also da wäre ich noch eher für Team Salz. Ja! Patsch, patsch! Wenn du das schon nicht machst. Danke. Das wird dich aber wohl nicht. Hast du Popcorn gesagt? Ich fass es nicht! Ich bin dabei! Das hat geklappt! Wirklich? Ja, Liebe geht durch den Magen. Also, Cat, wenn du mit mir ausgehst und mich küsst, kriegst du ein Stück Torte. Hier, ich hab Süßigkeiten. Die würde wirklich in so einen Süßigkeiten-Van einsteigen. Oh Gott. Also, wenn du mit mir jetzt für die Nacht ins Schlafzimmer gehst, bekommst du auch ein ganz großes Stück Torte. Oh. Ja, Cremetörtchen, okay. Wenn man so will. Okay, weiter, wir müssen schnell machen. Ja, ganz essen. Schnell, wegen Essen. Ja, wir wollen auch essen, ne? Ich hab Hunger. Oh. In diesem Fall gehe ich gerne mit dir hin, Ernst. Wo wird der Film gezeigt? Wann gehen wir los? Ich hab Hunger. Jetzt hat sie ja richtig an der Leine, weil sie es nicht mehr abwarten kann. Die Vorpremiere findet in Savoy statt. Savoy. Ich sag's im Savoy statt. Was ist denn das? Ein berühmtes Kino? Nein, das ist mein Van. In der Tat. Das Savoy ist bei Filmfans in der ganzen Welt bekannt. Es war früher ein ganz gewöhnliches Kino, aber vor ungefähr 10 Jahren gab es eine riesige Renovierung und jetzt ist es ein echtes Luxus-Lichtspielhaus geworden. Seitdem mit Love-Sitzes. Mit Love-Seats? Hm. Oh. Ich saß da noch nie drin. Oh, echt? Aber das gibt's? Das gibt's? Das Kino? Cool. Nein, also ich meine jetzt so Love-Seats. Ach so, ja. Ach in so. Kinos. Ach so, ja. Ich habe bis vor kurzem noch nie davon gehört. Was muss ich mir im Kino unter sowas vorstellen? Weil ich habe schon von Leuten gehört, die haben im Kino komische Sachen gemacht. Diese Gesichtsentgleisung. Soll ich mal versuchen, die nachzumachen? Ich muss es ja irgendwie zeigen. Nee, das ist einfach so ein herzförmiger... Ah, Film, so. Wo keine Lehne da ist und so. Und wo keiner hingucken kann, was man da macht. Wahrscheinlich nicht. Okay, machen wir weiter. Du hast Hunger. Ja. Und du bist gerade verstört. Ja.
Seitdem hat es alle möglichen Berühmtheiten aus Kunst und Kultur der Stadt angezogen. So wie Emmy damals. Nee, ausgezogen hat sie die. Alter! Heute betrachtet man es als das Herz des britischen Kinos. Wirklich? Das Lieblingskino der Blonde Vita? Jetzt bin ich richtig interessiert und ich habe Hunger. Also los! Das Popcorn in einem so berühmten Kino ist bestimmt zum Sterben gut. Also los! Zum Sterben gut. Jemand ist an Popcorn gestorben. Aber, der Film ist doch das Aufregende, Miss. Lass gut sein, Nadelstreifen. Wir wissen doch alle, dass Cat nur auf ihren Magen hört. Natürlich, klar. Eine Premiere an einem derart prestigeträchtigen Ort wird sicher eine große Sache mit viel Essen. Oh, das wird es. Ich habe gehört, dass neben glücklichen Gewinnern wie mir auch allerlei VIPs eingeladen sind. Wirklich? Nun, falls Orlando Bloom oder George Clooney da ist, sollte ich mich hübsch machen. Und deswegen muss ich mich ja passend kleiden. Verkleiden als was? Verkleiden als was? Nicht du, Clarence! Weiter. Ja. Ich dachte mir, dass ich einfach so gehe, wie ich gerade angezogen bin. Ja, weil er sieht immer so aus, als könnte er... Ja. Als wäre er am Einlass oder hinter der Popcorn-Theke. Ja. Also ich bin sicher... Also ich sicher nicht. Etwas mehr muss man sich schon geben. Das wird... Eine Lady von einer Lady erwartet. Ich sage nicht Gentleman. Danke. Ich gehe und ziehe mich jetzt um. Gib mir eine Minute. Nice Outfit! Oh, Miss Layton, es fängt wirklich sehr bald an. Also, bitte nicht eine Stunde oder anderthalb wie letztes Mal, wenn du eine kannst. Eine Frau braucht ihre Zeit. Also, seine Zeit? Ja. Eine Frau braucht seine Zeit, oh. Natürlich, aber auch... Gib mir eine Minute, sagt sie. Menschliche Minuten sind bekanntlich länger als Hundeminuten, aber da wird ja der Hund in der Pfanne verrückt und ich bin nicht mal in der Pfanne. Mein Gott, Schminke, Haare glätten oder locken und dann noch Kleid aussuchen, Schmuck aussuchen, Schuhe aussuchen, dann nochmal die Diskussion, ob man jetzt flache Schuhe oder hochhackige Schuhe nimmt oder, und sich damit den Abend versaut. Wolltest du nicht essen? Zeit. Ja, ich hab Hunger. Das dauert aber echt eine Ewigkeit, oder? Am Ende verpassen wir noch die Vorführung, wenn wir uns nicht beeilen. Oder das Essen. Da bin ich schon, entschuldigt die Batterie und ich sehe hübsch aus. Wie viele Outfits hast du denn ausprobiert, Kahui? Ich muss schon sagen, Miss. Ziehen Sie sich was. Ich zieh mich um. Dr. Cox, sehe ich aus wie ein Clown? Nein, nein, Barbie! Du siehst aus wie eine Nutte! Eine Prostituierte, die im Kundenkreis nur aus Clowns besteht. Was meint... Ach nee, Moment. Was meint hier, Ernest? Chat? Sehe ich in diesem Kleid dämlich aus? Ja! dämlich? Also nein, wie eine Dame sehen sie nicht aus. Mein Gott, pack den Schmuck weg, den Hut und dann ist es okay. Ja. Es ist einfach atemberaubend, was so ein Kleid bewirken kann. Ja, so würde ich es auch nennen. Nee, nimm einfach den übermäßigen Schmuck weg, den Hut, dann geht's und die Frisur noch vielleicht noch ändern. Ja, aber es ist echt beatemberaubend, was dieses Outfit bewirken kann. Es kann ein so hübsches Mädchen so hässlich machen. Ja. Nun, ich hatte mir zumindest eine kleine Reaktion erwartet. Na, wie dem auch sei, wir sollten lieber losgehen, sonst kommen wir noch zu spät. Komm mit, na schön, gehen wir. Los. Na schön, gehen wir, ja, bla bla bla. Ein Engel. Miss Layton ist ein Engel. Der hässlich aussieht. Ja, ein hässlicher Engel. Ja, okay, los weiter. Ich will mich noch schnell umziehen und dann mache ich das ding, nicht mehr sehen kann. Ding, 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 ding. Ja. Kommt ja, schon. Das Kleid an sich ist schick, aber bitte nicht die ganzen Accessoires. Nee, der ganze Rest ist es. Also vor allem der Hut, das ist so blöd. So, bitte kommt schon. Na. Oh. Da sind wir schon, Mr. Savaloy. Sehr prachtvoll, oder? Fast schon kitschig. Ich war tatsächlich noch nie dort drin. Ich bin etwas nervös. Es ist doch nur ein Kino. Ja, komm schon, Nadelstreifen. Bist du Mann oder Pferd? Bist du ein Mann oder Maus? Ein Pferd. Denn wenn du eine Maus bist, dann wird sie dich fressen. Schau, benimm dich. Aber wegen so einer Sache sollte man wirklich nicht nervös sein, Armes. Es ist ja nicht so, dass ich versuche, noch ein Buch auf mein übervollen Schreibtisch zu platzieren. Räum doch auf! Nein, böser Hund. Jedenfalls reicht's mir jetzt davon. Hier sind aber eine Menge Leute, oder nicht? Meinst du, die haben auch alle Eintrittskarten gewonnen?
Ich vermute es mal. Die Spannung ist fast schon greifbar, oder? Wir sind alle zum Zerreißen darauf gespannt, dass der Film anfängt. Also ich zumindest. Der Rest überhaupt nicht. Oh, schau mal, Miss. Da drüben, ist das nicht Emiliana? Oh. Das ist wohl so, ob das heißt, dass etwas passiert ist? Sie konnte ja ermitteln. Oder sie ist einfach nur mit ihrer Begleitung hier. Ja. Also, mir wäre kein Aufruhr oder so etwas aufgefallen. Wenn es einen Zwischenfall gab, dann würde das die Sache spannender machen, weil... Aber egal. Gehen wir und holen uns die Infos und etwas zu essen direkt von der Quelle. Neues Fallfinale, aber das ist mir völlig egal gerade. Ja, essen! Essen! Speichern! Outfit ändern. Ja, das außerdem dann noch. Aber das machen wir alles dann das nächste Mal. Vor allem das Outfit heißt Dame in Weiß. Ja, mit hässlichem lila Hut. So, okay, also ich kann zuklappen und einpacken und ich die... Jo. Okay, und tschüssi, wir gehen jetzt essen. Tschüss.